In einem herrlichen Ambiente fand am 27. und 28. November 2019 der 15. Benefizweihnachtsmarkt der VR Bank Rhein-Neckar statt. Schon zur Eröffnung waren zahlreiche Gäste gekommen. Eingebunden in das Rahmenprogramm war eine Spendenübergabe an verschiedene Organisationen und Institutionen, die unterschiedliche Projekte in der Region begleiten und umsetzen. So beispielsweise bekam der Freundeskreis Mannheimer Planetarium 10.000 Euro. Was damit geschieht, erläutert uns Dr. Wolfgang Wacker, Vorsitzender des Freundeskreises. Der Freundeskreis, wir bauen seit Jahren ein interaktives Modell des Sonnensystems hier in der Augustanlage. Die Straße bietet sich an, die ist kerzengerade, man kann von überall aus die Sonne sehen und unsere Modellsonne wird an einer über 3 Meter hohen Glasstele befestigt sein, Tag und Nacht leuchten und die Planetenpositionen sind in der Augustanlage markiert. Wir haben von der VR-Bank Rhein-Neckar eine Spende von insgesamt 10.000 Euro bekommen. Insgesamt wurden rund 35.000 Euro von Jürgen Gärtner, Generalbevollmächtigter der VR Bank Rhein-Neckar, übergeben. Der Benefizweihnachtsmarkt selbst wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VR Bank Rhein-Neckar organisiert und hat in den vergangenen 14 Jahren eine Spendensumme von rund 206.000 Euro eingebracht. Dieses Jahr geht der Erlös an die Jugendfarm Pfingstweide. Mit Maren Michelle die Erste aus dem Hause der VR Bank Rhein-Neckar, Jubiläumsprinzessin der KG Lallehage, Prinzessin der Stadt Mannheim und der Kurpfalz, war auch hoheitlicher Glanz auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Ich finde es eine tolle Sache, es ist ein Benefiz-Weihnachtsmarkt. Alle Einnahmen, die heute generiert werden, gehen an ein soziales Projekt. Dieses Jahr ist es die Jugendfarm in Ludwigshafen und ich bin stolz darauf, dass wir sowas ausrichten können und dass es so zahlreich besucht wird.